So, hallo, hier ist wieder euer Paddy und ich habe mich für das Spiel Rockford entschieden, weil ich hatte ja vor kurzem Boulder Dash gespielt und Boulder Dash ist das Pendant, oder Rockford ist das Pendant zu Boulder Dash. Ihr müsst wissen, ich habe nämlich vorher nämlich schon die DOS-Version gespielt, die ich anschließend hier in der Amiga-Version euch vorstellen möchte. Ja, damit ihr mal so Vergleiche habt. Also, es unterscheidet sich tatsächlich einiges zwischen der Amiga-Version und der DOS-Version. Ja, das Spielprinzip ist gleich. Und so viel kann ich verraten. Also, keines ist jetzt besser oder schlechter. Ich persönlich mag mehr die DOS-Version. Die finde ich auch teilweise auch schicker. Und ich kenne das Spiel seit meiner Jugendzeit. Also mein Vater hat es gehabt, also die ganze Familie hat es gespielt. Und eine Highscore haben wir hier auch. Jetzt habe ich es gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ja, kommt gleich wieder. So, ja, vom Intro, von den Levels her, ist einiges anders. Ich werde so ein bisschen die Unterschiede herausgreifen und hab bitte mit mir Nachsicht, wenn ich mich ein bisschen wiederhole, aufgrund dessen, dass ich schon die DOS-Version gespielt habe, dass ich mich jetzt hier in der Amiga-Version auch nochmal wiederhole. Gehen wir mal los. So, das ist das Farbfender-Level. Ich liebe diese Spiele, ich mag diese Art von Spielen, alles was mit Boulder Dash zu tun hat. Obwohl ich sogar Rockford sogar noch lieber mochte. So. Oben sieht man, also man muss 40 Goldstücke einsammeln. Ja, Punkte kriegt man dafür auf und man hat 102 Sekunden Zeit, was ja runtergezählt wird. Und man darf sich auch nicht von den Felsen dann wie selber erschlagen, indem man da jetzt runtersteht zum Beispiel. Das passiert ziemlich schnell hier. Oh oh, ja. Wenn man den, vielleicht erwische ich den. Ah, nein, schnell weg. Nein, 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 schnell weg. Nein, geh, lauf doch. Oh. Ihr müsst wissen, ich bin mehr Tastatur geübt in diesem Spiel, statt mit einem Joystick. Vielleicht sieht man das auch. Auch den Unterschied, wie ich das hier mit Joystick spiele und wie ich das in DOS spiele. Also früher hatte ich das auch nur mit Tastatur gespielt, also mit meinem Vater. Ja, und jetzt spiele ich das Spiel hier auf mit Joystick. Das werdet ihr übrigens auch in was soll ich sagen? In der DOS-Version aussehen, dass ihr es auch mit Joystick spielen könnt. Aber in dem Fall habe ich es immer nur mit Tastatur gespielt. Das ist übrigens auch ein Unterschied zwischen der DOS-Version. Hier seht ihr ja jetzt die Tür. Oh nein, das war jetzt echt doof. Der Ausgang. In der DOS-Version sind das Türen. Und hier ist es jetzt eine Pyramide oder ein Quadrat. Na? Ja, gut. Das möchte ich euch mal ganz schnell gezeigt haben. Also mit Escape machst du Selbstzerstörung. Und in der DOS-Version ist es die Taste R. Das Spiel wurde auch vorhin auch noch angezeigt hier. Kann man sich auch so, ob man es mit Maus spielen möchte. Also mit Maus kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ja, eintragen tue ich mich jetzt nicht. Das würde auch zu lange dauern. Und es ging mir auch jetzt auch nur ums Zeigen. Achso, muss man mal Knopf drücken. So, und da jetzt kommt der Koch. Und der Koch hat die Gegner eben halt Eier, die ihn angreifen können, also so gebratene Eier. Und irgendwelche Flugtiere da. Ja, und du musst irgendwelche Äpfel einsammeln.
Ja, da sieht man es auch schon. Und dann gibt es auch gute oder schlechte Würmer. Sag ich jetzt einfach mal so. Hier diese Felsen oder Steine, die ich da ja bewege, die können von diesen Würmer verwandelt werden. Eben halt in ein Viech, was dich kaputt machen kann. Oder in einen Apfel, den du essen kannst. Also in diesem Fall hier, ne? Da oben ist auch so ein Wurm, seht ihr? So, und der verwandelt nämlich diese Steine nämlich in Äpfel. Also ich finde zum Beispiel jetzt schon hier in der DOS-Version, finde ich die Grafik schon schöner. Also hier, das Kochlevel halt, ne? So, oh. Aber mit einem Joystick zu spielen, ich meine, ich bin ja nun halt Joystick gar geübt, aber in dem Spiel muss ich sagen, es ist eher die Tastatur. Da kam ich ja mit Boulder der schon noch besser klar. Aber es wäre jetzt eine neue Herausforderung. Ja gut, das ist jetzt, wenn man jetzt so eingekesselt ist, man kann sich nicht mehr bewegen, gibt es dann die S-Taste für halt, ne? So. Aber ich wollte es euch auch mal eben ganz kurz zeigen. Also wenn jemand sich ein längeres Let's Play wünscht, dann würde ich es natürlich gerne tun. Aber sonst ist das jetzt einfach nur mal eben ein kurzes Zeigen. Aber vielleicht kennt der eine oder andere ja auch Rockford, sowohl auf der Amiga-Version, sowohl auf der DOS-Version. Genau, das war jetzt der Pfadfinder, das war der Koch und jetzt kommt der Cowboy. Und den jagen eher so die Revolver hinterher. Na, wenn er erstmal so eine Route geöffnet hat. Man muss sich das so vorstellen. Kein Auto auf der Autobahn fährt dir als solches hinterher, außer du gehst bewusst auf die Autobahn. Dann fährt man dir hinten rein. Dann bist du tot. So ungefähr. Hier, guck mal, die machen jetzt so nichts. Die haben jetzt so ihre Route. Aber ja, jetzt bin ich mit denen kollidiert und das hat jetzt kaputt gemacht. Da sieht man auch, ne, das ist jetzt so der Quadrat, da wo der Koffer rausgekommen ist. Ne, das ist der Ausgang. Da muss ich wieder hin, andersrum. So, die Kakteen dürfen natürlich nicht ihnen auf den Kopf fallen, beziehungsweise auf den Kofferhut. Dann ist er platt wie eine Flunder. Ja. Also auf dem, also in der DOS-Version, da bin ich wesentlich flinker. Ja, und was ja halt interessant ist eben halt, das werdet ihr auch in der DOS-Version sehen, dass Rockford echt ein Pendant ist zu Border Dash. Allerdings weiß ich nicht, ob der Erfinder dieses Spiels, ob das der, oh, jetzt, oh scheiße, einer fehlt mir noch. Jetzt schnell weg. Ob der Erfinder von Boulder Dash auch der Erfinder hier von Rockford ist oder ob das sozusagen auch so ein Remake ist. Das Spiel kam übrigens 1988 und wurde von Mastertronic betrieben. Ich weiß nicht, ob das bei Boulder Dash jetzt auch so war. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich denke da jetzt an Andira, der wäre da gewissenhafter und ich glaube, der würde alles genau erzählen, wie es ist. So, wenn man seine Videos kennt, die ich wirklich für sehr gut halte. So. Ja, ist egal. So. Nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm. So, hier Harakiri. Kaputt. Jetzt haben wir noch zwei Areas. Achso, und in jedem Level ist. Nicht jeden Level. In jeder Welt steht ja auch Select a Rockford World. In jeder Welt. Vier Levels drin. So, den haben wir schon. Den haben wir schon. So, jetzt kommt der Astronaut. Ja, es ist noch kein einziges Level geschafft. Die werden natürlich logischerweise sind die anders dann aufgebaut und somit auch ein bisschen schwieriger halt, ne? Ja. Links sieht man auch so die Gegner. Achso, und dann gibt es auch so wie bei Border Dash. Hier seht ihr links unten. Ja, Lava. Dieses Lava, was sich immer weiter ausbreitet. Wenn da alles, was da an Viecher dann gegenfliegt, ne, wird dann eben halt, in dem Fall sind das die Sonnen, die man hier einsammelt, werden die zu Sonnen.
So. Jetzt. Boah, das ist echt. Das ist schon jetzt eine neue Herausforderung für mich, das auf Joystick zu spielen. Aber es ist nicht schlechter. Aber für meinen Geschmack ziehe ich die DOS-Version vor halt, ne? So. Da hat ja jemand schon von euch schon auch Rockfuck gespielt. Aber von der Handhabung, vom Joystick-Spielen, da würde ich jetzt wirklich Boulder Dash vorziehen. Anstatt hier Rockford. Da finde ich sogar Boulder Dash besser. Also so von der Steuerung her. Also ich, wer das jetzt spielt und Boulder Dash so im Vergleich, der wird mir, denke ich mal, zustimmen. Ach komm, ich renne jetzt einfach mal irgendwie durch. Ach. Und ab ins All. Oder ins schwarze Loch, oder was es auch immer war. So, jetzt das letzte Level hier. So, jetzt kommt der da. Ja, da sieht man noch mal auch mal alle Gegner noch mal hier. Da sind es jetzt auch Totenköpfe. Blutstropfen und die Feuer, wenn die aufeinander knallen, dann brechen die Wände auf. Aber selbst du kannst auch dazwischen geraten. Das sind die Würmer, von denen ich erzählt habe. Das ist, glaube ich, ein böser Wurm. Glaube ich. Der macht eher hier alles hier zu Totenköpfe. So. Und im Prinzip ist das natürlich, die letzte Welt ist natürlich auch, sollte mit am schwierigsten sein. Ich meine, ich kenne ja soweit alle Level, aber stimmt, die Astronaut und hier das Level, das ist schon ein bisschen schwieriger als die anderen. So. Oh. Hm? Hm? Nein, jetzt hat man sie wieder verbaut. Naja, gut. Somit wird das Video kürzer. Kann ja nur gut sein. Ja, man ungefähr weiß man, also zumindest in der DOS-Version weiß man sich selber zu helfen, hier, wie man durch die Levels kommt. Wie man sich die Wege frei macht. Das sind dann immer nachher dieselben Sachen, so die man macht. Also in meinem Fall. Da ist auch die Tür. Ach, diesmal ist da eine Tür. Ach, guck. Oh, na ja, gut. Ich denke, das. Na wohl, den Wurm will ich euch noch wenigstens noch zeigen. Komm. Einmal nochmal runter. Ja, das ist er. Ich zeige dir mal, wie der verwandeln kann. Ich gehe jetzt einfach mal hin. So. Komm mal her hier. Ach, der kommt da gar nicht raus. Warte, muss ich mal eben hier. So, jetzt kann er seine Route. Mal sehen, ob der leichter so einen Totenkopf macht. Schade. Der kommt da nicht rum. Ach, ärgerlich. Und wenn ich denn so mache und dann so, wenn das dann funktioniert. Nee, dann macht er es nicht. Eigentlich verwandelt er die. Also kenne ich das. Ah, jetzt, da. Habt ihr gesehen? Oh. Hier ist aber schnell weg. Ah, da muss ich also mehrmals berühren. Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Ja, und das sind jetzt so zwei Tropfen. Ach, was heißt, einmal hier Tropfen von oben und unten Feuer. Und wenn die aufeinander knallen, dann bricht jetzt die Mauer auf und ich kann zur Tür raus. Ja, da tut sich aber nichts. Moment, da muss ich mal irgendwie. Oh, jetzt kann sein, dass gleich ein Totenkopf kommt. Ach, jetzt geht das Feuer auch noch da lang. Ja. Wahrscheinlich muss ich mal hier so das umlenken, das Feuer. Und? Knallt das unten? Ja, habt ihr gesehen?
Aber auch wenn ein Totenkopf oder ich selber dazwischen bin. Ach, jetzt hat man nur noch so und so viele Sekunden. Aber gut, ist egal, mir fehlen eh noch 11 Herzen. Ach, kommt. Leute, das Leben ist vorbei. So, kaputt. Ja, da geht auch gerade die Zeit auch zu Ende. Und die kann auch ganz zu Ende gehen. Oder das ganze Leben kann jetzt zu Ende gehen. Und wir machen jetzt nämlich einen Schwenk rüber zu der DOS-Version. Dann sage ich mal, bis gleich. Ja, so, ihr seht, ich habe jetzt hier die DOS-Version, die ich jetzt starte von Rockbot. Gucken, wo steht das denn hier? Music bei Nick Skirion, Graphics bei David Schröder, warte mal, ah, hier, Rockford is based on Bolladesh. Da unten steht's. Das, was ich ja schon vorhin erwähnte. So. Dann zeige ich euch mal eben das Level. Seht ihr? Das ist, ja, der Pfadfinder. Und das unterscheidet schon von der Amiga-Version. Ich persönlich finde die DOS-Version finde ich hier schöner. Und ich bin auch, na, wenn man sagt, dann passiert es. Also ich bin die DOS, Gott, Tastatur bin ich geübt. So, so jetzt, aber ich glaube, es ist mein Vorführeffekt. Aber man kann mir wirklich glauben. Ich bin Tastatur hier geübt, also in diesem Spiel schon. So. Hab auch schon alle Diamanten, so dass ich schon rausgehen könnte. Mann, ich habe auch so ein paar Verhaspler hier gerade. So. Ich spiele jetzt auch nur das erste Level durch und dann zeige ich euch nur einen Schnelldurchgang. Eben einmal den ersten Eindruck. Der Level von der DOS-Version. So. Das ist das, was ich früher immer gespielt habe, als ich noch ein Jugendlicher war, würde ich mal sagen. Ne? Ach, ich wollte es ja einfach kurz anspielen, Entschuldigung. Haha, bin ich schon drinne. So. Mit R gibt es Selbstzerstörung. So, jetzt kommt der Koch. Da sieht das Level so nämlich aus. Ne? Ja. Und dann vom Cowboy. Da sind zum Beispiel jetzt hier die Gegner, sind zum Beispiel hier dann Revolver. Bei den Koch sind es die Eier, die dich angreifen. Alles schon witzig gemacht, so halt, ne? Ja. Aber das habe ich ja alles ja schon erwähnt. Ich brauche mir nicht wiederholen. So, hier, das Astronauten-Level. Ja, wie gesagt, einmal nur, dass ihr so mal so einen kurzen Einblick habt. So, und hier das Level. Da renne ich mal eben so durch. Ne? Ja, und das war's jetzt auch schon. So. Dann habt ihr mal so einen Eindruck von der DOS-Version. Ich persönlich finde sie besser, aber vielleicht, weil ich auch damit aufgewachsen bin. Obwohl ich damals auch schon auf dem Amiga schon die, ja, die Rockford-Diskette hatte. Ja, gut. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, welches ihr persönlich besser findet, welchen Bezug ihr vielleicht zu Rockford habt. Ja, gut. Dann sage ich jetzt mal tschüss und bis zum nächsten Video.